Da liegt auch noch Karton. Das kriege ich nicht weg. Auch das. Oh, guck mal, was sich da noch versteckt. Hier versteckt sich leider nichts. Aber this pack is getting kind of heavy. Ja, das weiß ich. Aber es hätte ja sein können, dass sich da etwas versteckt. So, bringen wir erstmal wieder den ganzen Scheiß nach oben. Ach Mann. Darauf. So. Hier noch das. Nein. Das restliche Holz mit rein. So. Streichhölzer? Hab ich? Nein, hab ich nicht. Hab ich nicht. Hab ich nicht. So. Und hier wird es dann so langsam eng. Habe ich denn irgendwas, das ich reparieren kann mit Metallschrott? Ja, die Säge. Zufälligerweise ja. Optionen reparieren und los geht's. Hallo. Geht doch. So, jetzt habe ich aber immer noch zwei. Da ist das drin. Ja, dann schmeiß ich es halt hier mit rein. Was soll's? Was soll's? Hunger. Und durst dich auch noch. So. Jetzt kann ich nochmal hier kurz gucken, aber hier sieht jetzt alles, was ich aufräumen kann, aufgeräumt aus. Jetzt können wir hier ja nochmal etwas genauer gucken, aber da liegt wirklich nichts. Fässer kann ich leider nicht auseinandernehmen, aber die Palette. Und auch diese Palette. So. Und jetzt kommt die richtige Arbeit. So viel Holz hatte ich noch nie. So. Ah, Karton. Karton. So, Palette. Wieder. Und dann brauche ich mal kurz. I wonder if I can drop any of this gear. Ja, nein, vielleicht. Oh, war wunderschön. Perfekt. Spritze. War ja klar, dass sich hier noch was versteckt. Dann hatte ich noch auseinander.
Dich nehmen wir noch auseinander. Dich können wir nicht, okay. Nein! Ja, wir gehen ja schon zurück. Das ist echter Müll. Den kriegen wir nicht weg. So. Einmal entleeren. I'm gonna need to rest soon. Ja, dann müssen wir noch futtern. Und dann können wir uns ausruhen. Wir können natürlich auch erst futtern. Und was trinken natürlich. Holz und Schrott. Okay, das ist fast voll. Na, hier kriege ich auch nicht alles rein. Sollte mich wundern. Das hätte mich jetzt auch gewundert. Hiervon umlagern. Den Metallschrott auslagern. Und ja, eine Runde. Eine Stunde, das bringt sie jetzt. So, komm, jetzt aber richtig. Das war jetzt echt clever von mir. Überlebenszeit 27 Tage. Okay. So, heute ist das Wetter ein bisschen besser. Ich glaube, da könnten wir glatt mal nach draußen gehen und uns noch ein bisschen hier auf dem Gelände umgucken eher. So, und das machen wir jetzt auch. Das hatte ich ja schon durchsucht, ne? Ja. Oh, wir können auf einmal so schön schnell laufen. Hier liegen eine Menge Fässer. Da liegen noch mehr Walknochen. Ja, tut mir leid, Herr Wolf. Ich muss hier mal lang. Da ist nichts drin. Schade. Hier hinterm Haus ist auch nichts. Da ist der Wolf, da fliegen Krähen, da gehen wir auch mal gleich hingucken. Ach, da gehen wir jetzt hingucken, komm. Was soll's. Ich hoffe auf ein Reh, denn wir könnten jetzt dann doch ein bisschen Fleisch vertragen. Guten Tag. Das war Rolf der Wolf. Ach, Zedernast, verdammt. Egal, ich nehme es trotzdem mit. Man gönnt sich ja sonst nichts. So. Ah, ein Hirsch. Sehr schön. So. Die Federn brauche ich eigentlich nicht. Oh, eine kaputte Brücke. So, wieder rüber.
Husch, husch. Huch. So, schauen wir mal hier weiter. Da hoch komme ich wahrscheinlich nicht auf diese... ja... Behältnisse. Hallo, Rolf! Das ist nur Knochen. Okay, ich dachte, hier würde etwas Spannendes liegen. Zum Beispiel ein Stück altes Holz. Flups. Oder eine Zeitung. Ah, verdammt, ich dachte, das wäre ein Behälter. Ah, da komme ich. Doch, ich komme auf den hoch. Okay. Bringt mir nur nichts. Irgendwie fühle ich mich hier nicht so wohl. Das Eis sieht so dünn aus, vergleichsweise. Komm, Alter, lass mich hoch da. Geht doch. Na, lässt du mich jetzt hoch da? So. Bretter, aha. Irgendein Gestänge. Hier drunter vielleicht noch irgendwas Spannendes? Nicht? Na gut, dann halt nicht. So, dann wieder hoch. Ja, ich glaube, da lang kommen wir nicht hoch. Aber hier könnte es gerade so klappen. Hallo. Wieder hier rüber. Erstmal. Ich rede mir ein, systematisch vorzugehen. Wahrscheinlich tue ich das überhaupt nicht. Aber... ich rede es mir halt ein. Komm ich da rauf? Ah, cool. Auch wenn mir das so ziemlich gar nichts bringt. Das große Tor. Da ist sogar eine Tür gewesen. Interessant, hier ist also sogar eine Tür. Gut zu wissen. Leichenberge. Plumps. Was ist das? Nur eine Textur. Ach, klar. Hier ist nichts. Na gut, hätte ja sein können. Ach, fuck. Ach, verdammt. Ach, Manu. Okay. Nicht mehr heute.
Ein Plastikbehälter, der leer ist. Oder aber er enthält frische Seeluft und ich merke es nur nicht, weil ich hier ja direkt an der See bin. So, ein bisschen Schmackofratz von Frohlig. Ein Stück Stoff. So. So, so. Da war ich ja schon drin. Hagebutten. Na. Beschleuniger. Noch mehr Hagebutten. Ja, jetzt sammle ich sie halt doch wieder. Was soll's. Ein zusammengefallenes Haus. Wie schade. Polypalette. Ach, jetzt komme ich da nicht rüber. Rausgekommen, okay. Okay, das war es dann wohl schon. Und das klang jetzt enttäuschender, als es sollte. Wir haben ja schließlich eine Menge gefunden. So, zack. Ja, nee, dafür hatte ich gar nichts. Holz gefunden habe. Doch, ne? Halt, du bist voll. Du bist voll. Du noch nicht. Ja, ich hatte... Moment, aber ich brauche ja gleich Holz. Ach, das Zedernholz wird reichen. Zeitung. So. Huch, da liegt ja noch ein Energieriegel. Ablegen, ablegen, ablegen. Hagebutten kocht man Tee. Na. Also packe ich die da rein. Was soll ich eigentlich hier noch? Achso, das. Okay, da kann ja dann noch das da rein. Und ich schleppe immer noch zwei abgelaufene Magnesiumfackeln mit mir rum. Das ist eiskaltes Kalkül. Feuer machen. Zack. Come on, little fire. Sehe ich auch so. Super! Super! So. Dreh. Und dann, ganz ehrlich, gleich nochmal ein bisschen Wasser hinterher. Ein bisschen auf Vorrat kann man immer haben. Zack.
Wunderbar. Oh, Alter, das war jetzt gerade, ja. Es sah so aus, als würde es unten brennen. Was es ja genau genommen auch tut, aber kontrolliert.